Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Szenariokisten. Und zwar war ich wieder fleißig und habe die ein oder anderen Kisten gefarmt. 3 Stück habe ich jetzt hier schon im Inventar, beziehungsweise insgesamt wollen wir wieder 30 Stück öffnen. Wer nicht weiß, was das für Kisten sind, da kann hauptsächlich Temok drin sein. Falls ihr das genauer wissen wollt, in der ersten Folge hatte ich das genauer erklärt, beziehungsweise auch die Szenarios gezeigt, was man da genau machen muss, um die Kisten zu kriegen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal an, wo wir aktuell stehen. Das letzte Mal haben wir aufgehört bei insgesamt 40%, die ich noch brauche. Ne, 40% habe ich, 60% brauche ich quasi noch. Also wir sind leider noch nicht mal halb durch mit den Kisten. Im blauen Bereich, also bei den blauen Kisten, habe ich jetzt noch 156 offen. Das sind 30%, die ich bis jetzt habe. Und bei den epischen sind jetzt noch 46 Items offen. 58% habe ich schon. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal los mit dem DK und dem Plattengear. Im ersten war schon mal nichts drin. Schade. Nummer 2. Oh, komm. Aber wenigstens hier. Ah, in der epischen Kiste. Handgelenke haben wir drin. Zumindest schon mal etwas. Dann schießen wir gleich den zweiten Plattenschar nach. Und zwar habe ich einen Paladin. Gucken wir mal. Wieder nix. Oh, was ist das? Ah, nice. Okay, also da hatten wir jetzt schon mal Handgelenke drin. Die können wir schon mal brauchen. Und dann gucken wir mal, was in der epischen Kiste ist. Ein Ring. Na, den brauche ich eher nicht. Schade. Als nächstes haben wir einen Plattenschar, hier den DK. Mal gucken. Einmal X. Und hier haben wir was drin, aber das hatte ich schon. Und den Gürtel hatte ich leider auch schon. Schade. Dann haben wir gleich noch einen Plattenschar. Und zwar hier den Worry. Ah, das war jetzt gerade ein bisschen Delay. Ich dachte schon, das war nichts, aber tatsächlich, die Schultern können wir brauchen. Gleich nochmal was. Aber die hatte ich schon, schade. Und den Gürtel, nee, das ist ein Schild. Ein Schild ist das, das könnte ich auch brauchen. Ja, nice. 2 von 3. Das ist auf jeden Fall brauchbar. Und nochmal ein Plattenschar. Nochmal ein Worry. Nix. Quest. Ah, die kann ich auch nicht annehmen. Das ist auch wieder so eine Buggy-Quest. Und Gürtel hatte ich schon. Okay, das war eine komplette Nullnummer. So, dann haben wir hier mal noch einen Stoffchar, einmal einen Magier. Dann gucken wir mal rein. War doch nix. Schade. Warte mal, ich muss mal schauen, habe ich den Sound? Doch, den Sound habe ich an. Nett, dass ich ein Item verpasse. Dann haben wir hier eine Waffe, die hatte ich auch schon. Und Hände hatte ich auch schon. Na gut, 3 Items, aber alle 3 waren quasi für die Katz. Nächstes haben wir dann noch einen Shami. Und, wie sieht's aus? Kettengear? Was ist denn das? Streitkolben, den hatte ich schon. Nope. Auch nett. Belastend. Und dann habe ich meinen Speedhunter noch hier am Start. Jetzt schauen wir mal. Nochmal Kette. Nee. Auch nicht. Und das letzte. Das ist doch nett. Keins der Teile konnte ich brauchen. Das ist echt schade. Dann haben wir noch einen Hunter am Start. Und zwar schauen wir mal hier noch rein. Schaut leider schlecht aus. Zweite Kiste. Nix und... Ach, die Handgelenke, die hatte ich auch schon. Schade, schade, schade. Dann haben wir noch einen Schurken. Und zwar gucken wir mal da noch in die letzten paar Kisten rein. Nummer uno. Nix. Auch nix und... eine Brust, die habe ich anscheinend auch schon gehabt. Jetzt können wir mal gucken, wo der Endstand ist. Wir sind jetzt aktuell bei insgesamt 47%, 38% bei den blauen, 65% bei den epischen. Ich habe jetzt quasi in der Aufnahme nicht so viele gekriegt. Zwischendrin habe ich aber einige Mega-Dungeons gemacht und dementsprechend da zumindest diese Brustslots bzw. Schultern und was es da nicht alles gibt. Also da waren dann einige Sachen mit dabei. Gut, dann würde ich sagen... sind wir durch mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.